So Leute, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Magicka 2. Oh yeah! Heute wieder nur mit Vardrug. Eine Fackel. Wie? Achso, ich wollte gerade sagen, wie bist du an das Übungsschwert rangekommen, aber du hast die Fackel aufgenommen. Das habe ich erst mitgenommen schon gehabt, weil ich sowieso ja nicht mit dem Schwert kämpfe. Nein, die Frage war eher, wie das jetzt dahin kam, aber ich habe die Fackel nicht gesehen, deswegen. So, achso, hier. Ja, die hatte ich noch nicht, deswegen. Hier hatten wir einen Typen, den hast du gerade angequatscht. Wie hast du den angequatscht? Einfach drauf und dann angequatscht. Ich kann. Gesagt, Achtung, Achtung, Kältespannung oder Kaltspannung. Kaltspannung. Dann geben wir ihm mal Kaltspannung. Beginnen wir einen Krieg. Okay. Der hat einen Krieg mit mir begonnen. Ich glaube, der macht Feuerschaden, oder? Nee, er mag keinen Feuerschaden. Nein, er macht Feuerschaden. Allerdings mag er auch keinen Feuerschaden. Ich komme mit dieser Steuerung immer noch nicht sehr gut klar. Obel des Zauberers Veteranengrün. Siehst du? Sag doch, wir kriegen was, wenn wir das haben. Ja, es ist jetzt. Ich dachte, haben schon ein paar von denen verpasst, glaube ich. Ich dachte, wir kriegen was Nützliches. Warum gibst du dir ein Wasserschild? Damit ich nicht nass werde oder damit ich Blitzzauber wirken kann. Du weißt, dass du durch den Narrenstab nicht nass wirst. Durch den Narrenstab? Ich werde selbst mit Narrenstab werde ich nass. Warum werde ich nicht? Ach so, wegen meiner Robe. Okay. Robe. Hey, da ist ein Schaukelpferd. Der fähig. Du musst den nicht töten. Sieht doch mal, der ist schnert. Nur 3 Exemplare leben noch wild. Bitte nicht anfassen. Ich hab übrigens 2 von 3 gekriegt. Also, entweder wird das falsch gezählt oder wir hatten den noch nicht. Oh Gott, jetzt. Mhm. Leute, ihr kennt ja diesen Kampf hier. Oh, da unten kommen ja noch mehr. Stimmt, da war ja was. Hier. Okay, du willst Kampf? Komm, kann der Typ der Zauberer nochmal geben? Nur Leben gecastet? Ja, ich will ihm eigentlich. Genau, da, zack. Peng. Okay, das war's für mich auch. Also. Okay, jetzt ist unser Schild wieder dran. Jetzt kann ich glaube. Blitzdingsen. Ihr werdet zu Tode geblitzdings. Also übrigens ordentlich Schaden gemacht, oder das war's gut. Ah! Hat mich! Ich finde, das Schild geht viel zu schnell vorbei. Dabei hat mich. Ja, ich kann dich aber ganz einfach wiederbeleben. Ah, verdammt. Dem Magier muss man einfach mal Leben vor das Gesicht hauen. Wenn er tot spammt. Großen hätte auf jeden Fall Blitz. Okay, einen haben wir erledigt damit. Ich glaube, wir haben es, oder? Ach nee, da ist noch gleich einer. Noch. Und da kommt einfach mein Schild runtergefallen. Siehst du das auch? Nein. Bei mir liegt gerade ein Schild runter, das landet gleich hier. Genau hier. Nee, bei mir nicht. Muss ich mir dann mal bei dir angucken. Ist das fällt so spontan. Ist es gerade dunkler geworden oder kommt mir das nur vor? Nö, ist immer noch genauso. Wahrscheinlich, weil gerade die Sonne anfängt hier richtig reinzuscheinen in mein Zimmer. Möglich. Aber hey, wir haben es geschafft.
Ja. Oh, wir müssen auf die kleine Uhr achten. Ich habe meinen Wecker nicht angestellt. Habe ich gerade den Totenkopf angezündet? Und ich bin auch, glaube ich, nur dreimal gestorben. Ich weiß nicht, kann man ihn löschen? Nein, wahrscheinlich hast du ihn nicht angezündet. Nein, ich habe einfach eins gedrückt. Mit dem Zauber mit dem Element Schild könnt ihr je nach Elementen, Minen, Barrieren oder Elementarwolken beschwören, sofern ihr den Zauber nicht auf euch selbst wirkt. Ich habe eine hässliche Megakrabbe bei mir. Ich hatte Holzviecher. Einen Wolf, eine Robbe und irgendwas. Ich glaube, ein Vogel war das. Ich habe schon wieder keinen Ingame-Sound. Echt nicht? Was ist denn los mit deinem Spiel? Immer am Anfang des Levels geht das immer los. Boah, ich hasse das, wenn du das machst. Spielzeug-Barf. Ja, es sind legendäre Kreaturen des Schreckens, die angeblich der ewigen Kälte des hohen Nordens durchstreifen. Hoher Bonus zu Kälte und Eiszaubern schwächt Feuer und Dampfzauber ab, beschleunigt die Fokusregeneration erheblich. Gerade deswegen habe ich auch den Narrenstab genommen, das kann ich den immer nehmen. So. Neuer Stab freigeschaltet. Spielzeug-Barf. Ja, hast du ihn auch freigeschalten? Ja, das stand bei mir auch, aber ich habe ihn halt nicht lesen können, was drin stand, aber ist nicht so schlimm. Es gibt hier anscheinend nichts mehr. Gehen wir hier durch, was soll schon groß passieren? Hallo! Wir sind Freunde! Wir zünden zwar euer Dorf an, aber wir sind Freunde. Moment! Nachricht wurde gestellt. Der Krähen-Nachrichtendienst der Wali ist umfangreich genutzt, steht aber wegen Begrenzung auf 140 Zeichen in der Kritik. Sehr schön! Ja. Post geschickt, ne? Naja, musst du gucken, wie die Vögel aussehen. Naja, klar. Die Tür zu? Oh, früher konnte man. Oh, warte, kann man hier hintergehen? Nee, hab ich schon geguckt, leider nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier vor. Nachricht wurde gesendet. Allerdings hat der Krähen-Nachrichtendienst noch keine Möglichkeit zu gucken, ob der Empfänger die Nachricht noch gelesen hat, glaube ich. Kommt erst im nächsten Update. Da sind sie also, ein paar Zauberer kommen, um uns zu retten. Wir werden sehen. Da ist sie! Sie ist es! Ich hab's ja gesagt! Ich, Metaxas, habe die große Ehre, Kriegsfürstin Kahn die Vierte, die Erste anzukündigen. Moment. Bleib einfach alle zurück und ach so, das hätte ich lesen müssen. Endlich! Nun ist es endlich Zeit für mich, in meinen das Versprochene zu geben, das Kind zu beseitigen, das unsere Lebensart bedroht, und die wahre Heldin der Orks und Goblins gleichermaßen zu werden. Ich habe Angst. Warum müssen wir uns direkt vor sie stellen? Doch, was ist das? Ihr erhebt uns gegen diesen Ork, riskiert gar euer winziges Leben für uns, ist das wahr? Aufgepasst, Locke. Dies ist eine vorzügliche Gelegenheit zum Studium der Konsequenzen undisziplinierten Zauberwirkens. Oh, das sind ja gar nicht eure Kleinen, sondern Zauberer. Ha! Werdet mir mit euren Überresten die Handschuhe fetten, Bademantlinge. Bademantlinge? Ich würde eher sagen Angstlinge. Wieso bin ich... Moment. Was hat die gerade mit uns gemacht? Was? Sie hat sich angezogen. Ja, und du musstest mich direkt vor ihr raussetzen. Genau. Wir sollten vielleicht nicht gleich in die gleiche Richtung laufen. Was machst du denn da? Ich zieh mich da nicht rein. Ups, da hat sie mich erwischt. Komm, du musst schon. Okay, da hat sie mich erwischt. Hat sie tot auf ihrem. Ich glaube, sie hat tot auf ihrem. Meinst du? Ja, das könnte sein. Nicht viel Schaden. Nein, ist ja kein Tod drauf. Komm. Oh.
Okay. Normalerweise hilft gegen Box eigentlich Feuer. Gegen mich übrigens auch. Gegen mich hilft Feuer sehr gut. Zumindest wird man in dem Kampf die ganze Zeit nass. Dann hier. Wow, ich hab's überlebt. Genau. Einfach aus der Ranger-Attack rausbleiben. Viel zu nah dran stehen ist immer sehr gut. Aus dem Weg. Warte mal, gleich. Schieß. Du musst nur nah genug dran stehen, dann kann sie irgendwie gar nichts. Wow, sie hat einen Sweet Spot. Ah, oh, wie schön ist das denn? Aber sie bewegt sich auch, ne? Ja. Aber irgendwie ziemlich blöd. I think I brought the game. Dankeschön. Ich dachte, ich stehe vor dir. What the fuck? Ah, es liegt ein Bombenfässer. Ha, ich hab meinen Sweet Spot wieder. Macht gar nicht mal so viel Schaden. Wenn sie wieder vor dir steht, von mir aus gesehen, dann hau ich wieder, schieß ich wieder, ne? Ja. Jetzt. Ich versuch sie mal anzuzünden. Schade, dass ich sie nicht vergiften kann. Ja, Giftzauber gibt es leider nicht, ne? Komm schon. Hätte ich wieder vor dem Ball da. Oh, das hat jetzt auch Schaden gemacht. Tut mir leid. Ja, warte mal, ich werde mich erstmal kurz wieder beleben. Ich meine, ich habe ja genug Zeit hier. What the fuck? Was habe ich getan? Eiseskälte befroren. Das ist der andere Dreierzauber, den wir haben. Genau. Okay, das war vielleicht kein so okay. Ich glaube, eins. Ah, es brennt alles. Oh, jetzt fängt es wütend zu werden. Glaube ich. Ich mag es, wenn Gegner ihren Sweet Spot nicht verlieren. Totally worth it. Okay, ich bin weg hier. Hat sich jetzt eine Bombe anscheinend. Aha, nicht los. Aha. Triff mal bitte nicht mich. Ich hab sie getötet. Kriegsfürstin Khan, die vierte, die erste. Ups, da war sie wohl tot. Inspirierend, so klein, und riskiert doch sein Leben für mich. Das Kind. Und ihr habt gesiegt. Oh. Ja, faszinierend, das lief nicht ganz wie gedacht. Blablabla. Moment, was? Kostet einen das letzte Hemd, ja. Wir helfen. Was können wir schon einrichten? Ja, Moment, was? Das wird noch alles in Tränen enden. Merkt euch meine Worte.
Keine Sorge, ich habe das uralte Artefakt von Muttern. What the fuck? Was? Nein, wo sind wir? Nein, die hat das in der Pokéball gepackt. Ah, zahlreiche Begegnungen im Spiel werden an die Größe eures Trupps angepasst, damit die Herausforderung unabhängig von der Anzahl der Spieler vergleichbar bleibt. Deswegen haben wir heute besser gekämpft als letztens mit Gecko zusammen, weil das war etwas unkoordinierter. Richtig, und ich bin festgefroren. What the fuck? Wie sieht's in einem Pokéball aus? Hab ich mir auch gerade gedacht. Moment, warum ist der Typ da mitgekommen? Oh, ist der mit drin? Oh, unser Geist. Oh, Junge, das muss ein Gefängniskugel der Gelassenheit sein. Wollte schlimmer, eine von innen sehen. Vielen Dank auch. Wisst ihr, wenigstens hatten wir eine Chance. Dann seid ihr aufgekreuzt. Ich meine, seit undenklichen Zeiten hat niemand einen Zauberer gesehen. Wirklich ein prima Zeitpunkt für die große Rückkehr. Du backst bei mir übrigens über. Ich hätte keinen besseren Moment geben können, um alles zu vermasseln. Lass mich raten, Vlad schickt euch, der seine Informationen von Nostria hat, stimmt's? Ich weiß nicht, wie oft ich es Vlad schon gesagt habe. Nicht auf dieses Idiotengefasel hören. Ganze feuchte Luft, die fischige Ernährung. Er ist schon verrückt genug, aber jetzt weiß er nicht einmal, ob sein Löffel real ist. Wisst ihr, Nostria hat geglaubt, er sei ein geweißtes Kind in Gefahr. Wo es doch das Kind selber war, das alle anderen gefährdet hat. Und deswegen ist Khan jetzt tot. Wir werden alle sterben. Bald ist echt soweit. Dieser Ort ist ein mächtiges Magik. Wir werden hier keinen Zauber wirken können. Ja, da kann ich euch gleich die Wahrheit zeigen. Redet beiseite und bitte nicht auf meine Stifte. Ich habe gerade irgendwas verstanden. In seinem ganzen Gefasel hat er uns Wichser genannt. Hast du gerade gesehen, wie ich da krampfhaft gezuckt habe? Ja, und er hat uns in seinem Gefasel Wichser genannt. Dieser Arschkriecher. Doch, musst du anhören in deinem LP. Einfach dein Gelaber rausfiltern. Er ist ein richtiger Künstler. Moment. What? Das hat doch irgendwas mit den Wizard Wars zu tun. Hat Wizard Wars einen Story Mode? Nein, aber es war ein großer Krieg halt. Ja, aber. Magie ist ja wie am Anfang schon gesagt. Hat sie einen Schwanz? Ja, sie ist ein Saiyajin. Moment, hat sie da noch mehr Elemente? Nee, die sind alle doppelt. Okay, das hat mich jetzt ein wenig verwundert. Oh. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Ach so, das andere sind Magiken. Ja, stimmt, siehst du, das ist Magiken. Da hinten ist eine Bowlingkugel übrigens gewesen, rechts oben. Ganz rechts war ein Stück Käse oder Pac-Man, eins von beiden. Und eine Bowlingkugel. Oh, das sieht aber sehr toll aus. Ich glaube, wir haben das Richtige getan. Ja, also, wir haben das Level beendet. Errungenschaften freigeschalten, Artefaktstufen freigeschalten, noch mehr freigeschalten. Ich hab Wächter gekriegt. Was haben wir bekommen? Wächter, ja. Wächter, neue Magik. Wir haben ganz viel bekommen. Ich würde sagen, wir sind bei 18:40. Das ist eine super Gelegenheit, um diese Folge heute mal zu beenden. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, stürzen wir uns in die Schlacht und gucken, wie es im Inneren eines Pokéballs aussieht. Oder halt kurz gefasst Magika 2, das ist richtig, Günther. Ja, Magika 2! Okay, bis dahin und tschüss! Tschüss!